die, die am Sonntag wartet, das 332. Wiener Derby. Du hast als Spieler schon viele miterlebt, als Trainer jetzt auch schon. Ein paar, erklär uns mal, gibt es da Unterschiede als Spieler, als Trainer? Naja, ist ein riesiger Unterschied. Also wenn du am Platz dabei bist, aktiv, muss ich sagen, ist es immer was Schöneres gewesen, weil du da dazu beitragen hast können mit deiner eigenen Qualität oder Nicht-Qualität, je nachdem. Und als Trainer gibst du natürlich ein Rezept mit, das, was sie des Öfteren sehr gut machen, und ich hoffe, dass sie es auch am Sonntag gut machen, aber da bist du irgendwo nur so ein Beifahrer. Aber ich denke, beide Seiten sind schön, die Spielerseiten haben wir noch mehr taugt. Ist es als Beifahrer vielleicht von der Verantwortung nochmal höher? Natürlich, ich meine, du hast Verantwortung genauso als Spieler, aber ich denke, man darf das Beifahrer jetzt nicht so negativ sehen. Also ich glaube, dass ich auch als Trainer genauso emotional dabei bin wie als Spieler, aber ich denke, es sind andere Umstände jetzt. Also ich glaube, als Trainer musst du den Matchplan haben, damit man zum Sieg kommt, und das, glaube ich, das will jeder Trainer haben. Und als Spieler hast du diesen Matchplan des Trainers umsetzen können. Derby sind ganz besonders, vor allem auch schon die Woche davor, die Trainingswoche. Ist da vielleicht im Trainerteam, wo man ein bisschen mehr darauf achtet, dass sich keiner verletzt oder sich noch kleine Wehwehchen zuzieht? Naja, unser Kader ist im Moment ja nicht der allergrößte, aber ich denke trotzdem, wenn du unter der Woche beim Training nicht an die Grenzen gehst, dann wird es am Wochenende auch nicht funktionieren. Deshalb ist es schon so, dass wir versuchen, dass wir eigentlich das Derby hin, Derby her genauso machen wie bisher. Prinzipiell sagt man, dass man jedes Spiel gleich rangeht oder jedes Spiel gleich annimmt. Gilt das auch für ein Wiener Derby? Oder? Nein, da ist schon ein Spiel anders. Speziell, also wie die Zuschauer im Stadion waren, das war schon ein unglaubliches Spiel. Und ist auch jetzt noch ein unglaubliches Spiel, aber ohne Zuschauer hat es den selben Stellenwert zwar, aber es ist von den Emotionen nicht dasselbe. Aber die Punkte sind dieselben, und natürlich auch Wimmer gegen Austria gewinnen, ist auch ganz klar. Kommen wir jetzt kurz zum Sportlichen. Wie sieht es personell aktuell aus? Ja, der Maxi Hoffmann kommt zum Glück retour, also der hat die Verletzung jetzt überwunden, und sonst eigentlich bleibt alles beim Alten, und haben halt eine kleine Kadergröße im Moment, aber eine gute Kadergröße und eine starke Kadergröße an der Qualität. Auswärts sind Favoriten, was wird da für eine Leistung notwendig sein, um Punkte einfahren zu können? Ich denke, dass das immer, die Derbys kann man ja nie so vorhersehen. Ich denke, dass wir einfach in die Spiele gehen müssen, dass wir da hinfahren, dass wir das Spiel gewinnen, und dass die Austria natürlich auch das Spiel gewinnen will aufgrund ihrer Situation, dass sie sich qualifizieren, ist auch ganz klar. Ich denke, die Mannschaft, die das mehr will, die Mannschaft, die was Beste im Spiel ist, die Mannschaft, die mehr investiert, glaube ich, kann da schon als Sieger vom Platz gehen. Was bedeutet das Wiener Derby für dich persönlich? Nein, das größte Spiel in Österreich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, als Spieler war es riesig groß, als Trainer ist genauso, und ein Sieg war das allergrößte. Gibt es da eine spezielle Motivationsansprache vielleicht kurz vor Spielbeginn in der Kabine? Ich denke mal, das wäre jetzt auch wiederum der falsche Ansatz. Also ich glaube, es sind auch nur drei Punkte zu vergeben. Natürlich wissen wir ganz klar, wenn du die Austria schlagst, hast du eine schöne Zeit wieder, ist ganz klar. Aber ich denke, die Spieler sind sowieso motiviert, und deshalb muss man nicht großartig irgendwelche Zaubereien auspacken. Vielen Dank, Didi.